Das ist ein Video, das wollte ich schon lange mal machen. Und zwar bin ich beim Testen immer wieder darauf gestoßen, wie problematisch unterschiedlich die verschiedenen USB-Ladevarianten sind und wie wichtig die Kabel eigentlich sind. Da ich es gerade auf dem Tisch habe, brauche ich nicht weiter umbauen. Hier schön zum Aufbau. Das hier ist ein iClever-Ladeadapter. Es gibt einen Blogbeitrag dazu, den habe ich gerade getestet. Der steckt in einer 12-Volt-Dose, ne, soll ja dem Auto möglichst nahe kommen, der ganze Spaß hier. In einem Netzteil, das Netzteil, hier sieht man die Anzeige, liefert gerade 12,01 Volt, 0,02 Ampere und dementsprechend 240 Milliwatt, 0,240 Watt. Das ist der Standby-Verbrauch, also der Verbrauch, auch wenn kein Lader angeschlossen ist, dieses Gerätchens. Und jetzt werden die einen oder anderen diese USB-Adapter-Leads kennen. Damit kann man schön die Spannung und den Strom messen. Wenn ich das jetzt hier reinstöpsle, dann recht erstaunlich, sagt er Welcome, 5 Volt, 0,05 Ampere, okay, ein bisschen Messfehler haben wir auch. Also, so weit, so schön. Und jetzt muss man eines wissen. Wenn ich jetzt ein x-beliebiges Gerät und weil ich gerade kein anderes da habe, mein Mobilfunkgerät nehme und das aufladen will über ein USB-Kabel, das hier ist ein Amazon Basics-Kabel, also jetzt nicht unbedingt das Allerschlechteste. Eigentlich ein USB-Port am Rechner. Nehmen wir an, das wäre der USB-Port am Rechner, machen wir es einfach so zur Visualisierung. Eigentlich, wenn der USB-Port, wie gesagt, das wäre jetzt ein Computer, nichts weiß von dem Gerät, gibt der USB-Port maximal 100 mA ab. 100 mA ist der Strom, 5 Volt mal 100 mA, ein halbes Watt. Das ist die maximale Energie, die dann in diesem Moment abgegeben werden kann und auch in den Akku reingespeichert werden kann. Bleiben wir mal einfach beim Strom, also in dem Fall 100 mA. Wenn sich das Gerät am Computer anmeldet und sagt, Servus, ich brauche mehr, kannst bei USB 2 500 mA rausziehen. 500 mA ist schon mal eine andere Größenordnung. Wir haben so ein bisschen die Größe der Handy-Akkus im Kopf, so, was weiß ich, sagen wir mal 3000 mAh. Die Rechnung ist jetzt ziemlich falsch, weil die Spannungen nicht übereinstimmen. 2000 mAh, sagen wir mal, jetzt ganz grob, bei 500 mA wird wahrscheinlich 7 bis 8 Stunden dauern zum Laden. Jetzt, wer jetzt im Detail nachrechnet, wird merken, es stimmt nicht ganz, weil USB hat 5 Volt und die Lithium-Ionen-Akkus 3,7 Volt und Wirkungsgrad und so weiter. Aber jetzt mal als Hausnummer. Der Strom ist eine Größe nachher für die Geschwindigkeit, mit der euer Gerät geladen wird. Okay, 500 mA, da kommen wir heute bei größeren Geräten nicht arg weit. Es wird ewig dauern. 8 Stunden will schon keiner mehr warten, weil die Nacht ist kurz, ne? So, ja, jetzt kommt die berechtigte Frage. Auf diesen Geräten steht jetzt hier zum Beispiel relativ schamlos 2000, also 2,1 Ampere, 2,1 Ampere. Was steht auf diesem hier drauf? 2,4 Ampere. Wie soll jetzt das gehen? Ja, also es gibt jetzt verschiedene Normen. Ich will jetzt nicht so arg ins Detail gehen, was ich vorher erklärt habe. Ist nach der Charging-Definition Standard Downstream Port, SDP. Es gibt auch einen Charging Downstream Port, der kann dann bis 1,5 Ampere liefern. Jetzt, hä, was, was, was? Moment, Moment. Nehmen wir dann meine Visualisierung. Das ist der PC. Hier geht es eh nicht. Das ist bei den meisten PCs, es gibt wieder Ausnahmen, aber jetzt gehen wir mal von dem Standard-USB-Anschluss an eurem Laptop und PC aus, der nicht besonders vorbereitet ist, geht das nicht. Aber wenn ihr jetzt so ein Gerät habt oder irgendein anderes, ich habe gerade keins in. Doch, ich habe eins in Griffweite. Einen Augenblick. Das ist hier ein zerlegter Wallcharger, stimmt in dem Fall gar nicht. Also ein dediziertes Ladegerät hier, das Volux-Gerät. Das ist ja nur zum Laden gedacht. Das kann auch mehr ausgeben auf den Ports. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ich mein Mobilfunkgerät anschließe, ist derjenige, der in diesem Fall hier, nehmen wir den Spaß hier weg, den Strom begrenzt, wenn ich die beiden hier zusammenstecke, er kann 2 Ampere, 3 Ampere abgeben pro Port. Aber die Ladeschaltung hier drin begrenzt diesen Strom, weil er es halt nicht weiß, wie viel er rausziehen kann. Er hat Angst, da haut es mir vielleicht irgendeine Versicherung raus oder der Computer geht aus, wie auch immer. Also, in dem Moment, wo ich die einstecke, schaut er, wer bist denn du? Und wenn er es nicht rauskriegt,
dann geht er mit dem Strom nicht so hoch und euer Gerät lädt länger. Er sagt es euch aber auch nicht. Ihr merkt nur, das dauert ewig. Und dann liest du manchmal in den Rezensionen auf Amazon, das ist ein blödes Gerät, das lädt ja ewig viel länger als mit meinem Adapter, der beim Gerät dabei war. Ja, dazu kommen wir gleich. Es gibt eine Erweiterung der Norm. Das ist jetzt in dem Fall Charging Downstream Port, ist eine Variante davon. Da wird eben über die Datenleitungen das mitgeteilt. Das heißt, er hat jetzt, es geht jetzt ein bisschen ins Detail, die beiden Datenleitungen einfach verbunden. Wenn ich das reinstecke, merkt er das. Oh, da sind ja die beiden Datenleitungen verbunden. Das ist wahrscheinlich ein Gerät, nein, das ist sicher ein Gerät, bei dem kann ich mindestens 1,5, bei dem kann ich maximal 1,5 Ampere entnehmen. Und dann macht er das und alles ist gut. Ja, leider gibt es noch ein paar Varianten davon. Apple, ich weiß es nicht, ich habe keine Apple-Geräte, Apple komplizierter. Es gibt auch noch eine weitere Norm, bei der er signalisiert, dass er nur bis 500 mA abgeben kann, ohne dass die beiden wirklich per USB-Norm miteinander reden, sondern eben über quasi die Brücken auf den Datenleitungen. Und nach der Norm würde er hier 15 Kilo-Ohm auf D-Plus und D-Minus jeweils gegen Ground ziehen und dann könnte der andere, der hier, 500 mA entnehmen. Ja, und es gibt noch weitere Komplikationen und mit USB 3 sind wir wieder woanders. Okay, das hat jetzt wieder überhaupt keinen interessiert. Lange Rede ohne Sinn. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Ich habe jetzt hier ein Amazon Basics Kabel. Ich habe jetzt hier unser Messgerät. Das ist so schön einfach. Wahrscheinlich seht ihr das im Video, das ist nicht gescheit von der Auflösung her. Spielt keine Rolle, ich lese es euch vor. Ich schließe jetzt mein halbleeres Mobilfunkgerät an, von dem ich weiß, dass es dann eigentlich schon relativ schnell anfängt, hungrig zu werden. Hier sehe ich, 2,8 Watt werden entnommen oder 0,56 Ampere. Das ist schon eigentlich ein bisschen ein komischer Strom, wenn man gesagt hat, maximal 500 mA. Okay. 2,87 Watt. Hier werden 3,2 Watt angezeigt. Hier geht was verloren. Also hier gehen 3 Watt rein, hier gehen 2,9 Watt jetzt gerade raus. Der Rest ist verloren gegangen. Nicht schlimm, passt alles. Also, was ich mir jetzt merke, ist 0,577 Ampere wird mein Sony Xperia jetzt geladen. Naja, das ist nicht weltbewegend. Das Ding kann mehr. Woran könnte es liegen? Ich mache jetzt mal einen kleinen Versuch. Wir müssen jetzt in dem Fall uns mal hier auf die Leistung beschränken, die vom Netzteil abgegeben wird. Hier ist halt ja so ungefähr Faktor 0,9. Also 10% gehen verloren. Also 3,2 mal 0,9 gibt ungefähr diese 2,9 Watt. Ich stecke das Kabel mal direkt rein. Jetzt werden hier 5 Watt angezeigt. Das heißt, mal 0,9, 5,3 mal 0,9 sind 4,8 Watt. Das kommt schon an die 900 Milliampere. Also ein gut für 900 Milliampere. Vorher waren es 500. Das heißt, fast doppelt so schnell. Und zwar nur, weil ich dieses Ding jetzt hier runtergeschmissen habe. Ja, Sackelzement. So. Nur weil ich das Ding hier runtergeschmissen habe. So viel zum Thema, wir messen selber nach, wie schnell unsere Geräte laden. Okay, das Ding ist vielleicht jetzt irgendwie besonders oder nicht so besonders toll, wobei es eigentlich ganz gut ist. Hier ein anderes Gerät. Ja, wir haben es ja rumliegen, gell? So. Das zeigt jetzt in dem Fall 0,8 Ampere an. Kommt der Sache schon etwas näher. 4,4 Watt. Nochmal zum Vergleich. 5,1 Watt. Was bedeutet das jetzt? Dieses ganze Gedöngsel hier mit Kabel und Ladeadaptern ist so empfindlich, dass der Strom davon abhängt, wie gut diese Verbindung zwischen den beiden Geräten ist. Das ist ein Riesenmist. Gibt es eine Lösung? Naja, was haben wir denn hier sonst noch Schönes rumliegen? Ich hätte hier noch ein Kabel, das ich hier eh zum Testen habe. Ja, das wäre jetzt Werbung. Nee, nee. Auch. Aber habe ich jetzt hier zum Testen da. Das ist von Ugreen und ich habe mir gedacht, USB-Kabel testen. Na toll. Ups. 6,7 Watt. Aha. Wir bleiben dabei, der höhere Wert ist in dem Fall besser.
gilt aber jetzt wirklich nur bei dieser Messung. 6,8 Watt. Interessant. Hier sehe ich jetzt 1,25 Ampere Ladestrom. 6,7 Watt, Moment. War das vorher? Ah, okay. 6,7 Watt. Also aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt dieses Kabel mit Adapter oder ohne genauso gut. Das Kabel hier ist auch als Datenkabel zu gebrauchen. Es wurde auch extra beworben und mir zum Testen geschickt, weil es so besonders gut sein soll. Okay, ich kann es jetzt nicht widerlegen. Es sieht aus, wie wenn jetzt hier sie sich wohl darum gekümmert hätten, dass die Widerstände geringer sind. Man muss aber auch fairerweise sagen, gegenüber dem Amazon Basics Kabel, man merkt es, ist fast halb so lang. Und das ist auf jeden Fall eine Größe, die kritisch eingeht, ist die Kabellänge. Denn die Kabellänge bei diesen Strömen hat schon Einfluss auf den Spannungsabfall. Also die 5 Volt, die hier rauskommen, kommen nicht unbedingt mehr beim Handy an oder bei anderen Geräten. Jetzt habe ich hier ein Kabel, das hat so einen gelben Kabelbinder dabei. Das hat so einen Grund. Das habe ich mir angewöhnt. Und nicht deswegen, weil mein Handy gerade gelb ist. 6,7. Das scheint der Maximalwert zu sein, der möglich ist. Der Trick, den jetzt dieses Kabel hier macht, erstens mal, der Hersteller wirbt damit, dass es besonders guten Kontakt und besonders viel Strom betragen kann. Es hat auch gleichzeitig diese Brücke, von der ich vorher geredet habe, zwischen den Datenleitungen schon drin. Das heißt, dem Kabel ist es relativ egal, was hier im Ladegerät passiert. Es signalisiert gleich an dieser Stelle dem Gerät, lad mit allem, was geht. Das hat einen riesen Nachteil. Man kann mit dem Kabel keine Daten mehr übertragen. Und jetzt wird auch dieser gelbe Kabelbinder, den ich mal abschneiden sollte, macht Sinn, man sollte ihn auch auf beiden Seiten hin machen. Es soll nämlich schon vorgekommen sein, dass solche Kabel in Laptops die Ports zerstören. Das ist aber jetzt nur ein Wissen aus zweiter Hand. Ist mir noch nie passiert. Ich habe meine Kabel, die zum Laden sind, mit dem gelben Kabelbinder markiert. Okay. Ist das ein Einzelschicksal? Das war jetzt ein Sony Xperia Z1 Kompakt. Ja, Wissenschaft, die ist halt kompliziert. Machen wir den ganzen Spaß noch einmal von vorn. Das ist ein Google Nexus von, muss ich lügen, die erste Variante. Also nicht die 2014er Variante. Wir fangen wieder an mit dem Amazon Basics Kabel. Das Ding ist relativ leer. Ah ne, doch, ist bei 90%. Okay, 90%, 2,6 Watt. Okay, wie gesagt, das Gerät ist relativ voll. Schauen wir mal, was hier passiert. Okay. Was man bei solchen Messungen noch beachten sollte, manchmal muss man eine gewisse Zeit auch warten, weil die Controller nicht sofort mit dem maximalen Strom in den Akku reinbrezeln. Das habe ich aber vorhin schon probiert. Es hat keinen Unterschied gemacht. Und jetzt wieder mein Lieblingskabel, das mit dem gelben Kabelbinder. Hier sind wir wieder bei 4,4 Watt. Warten wir noch einen Moment, ob das anhält. Scheint so zu sein. Wieder das Messgerät dazwischen. Die Maximalleistung bleibt. Wirklich abgegeben werden 0,829 Ampere und 4,2 Watt. Aha. Hat also wieder was gebracht. Jetzt habe ich hier noch ein Gerät der Klasse, die wahrscheinlich viele daheim haben. Das ist eine Powerbank, in dem Fall von Anker. Damit dürften viele das Experiment wiederholen können. Ich denke, das ist ein recht gängiges Produkt. Und jetzt liegt schon wieder alles voll durcheinander. Das ist ein Reiz. So, aber bleiben wir systematisch. Machen wir es erst wieder mit dem Zwischenadapter. Ich stecke es wieder ein. 5,8 Watt über das Amazon Basics Kabel. Der ist ziemlich leer, wie man hier sieht. Er nimmt sich so 1 Ampere. Das ist eigentlich okay. 5,8 Watt. 5,8 Watt. Okay, hier kein Unterschied. Das Ukraine Kabel. Ja, man nimmt, was man kriegen kann. Vor allem, weil das hier ein, ich glaube, 10.000 mAh Akku ist.
10% schneller, das kann was ausmachen. Ne? Das heißt, wenn ich mit 1 Ampere lade, jetzt kommt wieder die Kopfrechnerei, ich nehme mal 1,5, ne? Mit 1 Ampere 10 Stunden, 15 Stunden, wo? 20% langsamer, da wären schon wieder 18 Stunden, also da geht was rum. Halt, jetzt habe ich vergessen, welche Stunde war es. Okay, also so ungefähr 6 Watt, wird es noch besser? Bleibt bei den 6 Watt. Okay. Also bei allen Tests, ich würde es mal zusammenfassen. Es ist nicht ganz simpel zu bestimmen, mit welcher Rate ein Gerät lädt. Solche Gerätchen sind ganz okay, aber eben nicht in jedem Fall. Wenn man gar nichts falsch machen will und wirklich ganz, ganz schnell gehen soll, entweder das Original-Ladegerät des Herstellers nehmen, das ist jetzt blöd, aber das ist tatsächlich so. Oder ich empfehle die Kabel, die verlinke ich auch in dem Blogpost, das zu diesem Beitrag gehört. Und auch das Ugreen Kabel hat in den meisten Fällen eigentlich den höchsten Ladestrom erzeugt, was auch den Vorteil hat, dass ihr es weiterhin als Datenkabel benutzen könnt. Toller Vorteil. Ja, das Thema Laden per USB bleibt ein Thema voller Missverständnisse. Ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen weiterhelfen können.